Und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Together Minecraft mit der lieben Sirakumori. Hallo! Ja, Was haben wir und vor? nu? Ja, wir haben jetzt, ich weiß nicht, ob man es sieht, aber wir haben ja jetzt eine neue Map dabei. Und wir haben jetzt geupdatet auf die 1.14.3, also fast das Neueste. Und wir haben auch ein paar zusätzliche Mods jetzt mit dabei, nämlich, ich weiß gar nicht, ob man das hier. Ich weiß gar nicht, ob man das sieht. Ich glaube nicht. Warte mal, ich gehe mal eben kurz raus. Und zwar sieht man hier, wir haben einmal das Minecraft, das normale. Hier haben wir Better PvP, die Voxel Map, Wailer, das J, Light Level Overlay, Cinnabon, Coral, Tombstone, U-Team Core, was für das Backpacks gebraucht wird. Und natürlich Forge. Das ist das, was wir jetzt aktuell drin haben. Und ihr kennt ja die Cinnabon-Mod bereits von meinem vorigen Let's Play. Da hatte ich Cinnabon auch drin, aber ich glaube auf der 1.12.2 war das, glaube ich, damals. Und jetzt ist es ja die 1.14.3. Und ja, es ist eine etwas bugfreiere Version, sage ich mal, weil die 1.13 war ja generell irgendwie so ein bisschen übersprungen worden, weil sie alle geil auf 1.14 waren, die Programmierer, und da wurde 1.13 nur so nebenbei mal rausgehauen und irgendwas halt reingepackt, damit es halt nach was aussieht. Und die meisten Mod-Ersteller haben für die 1.13 eigentlich auch nichts geupdatet, sondern erst für die 1.14. Deswegen haben wir jetzt hier die Backpacks drin und jede Menge tolles Zeug. Zum Beispiel die Tombstones, die, wenn wir sterben, einen Grabstein setzt, wo unsere Sachen enthält, also dass unsere Sachen nicht verloren gehen. Und ja, noch eine ganze Menge anderes Gelumpe. Und ja, jetzt geht's richtig los hier bei uns, Ja, wir hoffe müssen ich. schlafen legen. Stimmt, es wird schon wieder dunkel. Ich dachte schon, du meinst jetzt schon in der Nein, Realität. nein, nein. Wir müssen So, zum ja, gut, Schlafen jetzt legen. habe ich hier 5 Minuten aufgenommen. Jetzt gehen wir wieder offline. Ciao, mach's gut. Das war das Let's Play. Jo, so ungefähr. Nee, und bei mir auf dem Kanal ist es halt so, dass ich Cinnabon einmal gespielt habe. Bei mir halt die Leute das erst kennenlernen müssen. So wie ich auch. So. Es gibt bei Cinnabon ganz, ganz tolle Sachen. Und abgesehen davon, dass ihr das zum Beispiel mitgekriegt habt, dass da mit zum Beispiel dem Zelda-Sound gearbeitet wird, hier bei den Zombies, jemand, die das Ocarina of Time vielleicht kennen, die werden vielleicht die Zombie-Geräusche daraus kennen, oder von den Spinnen, von den Skulltulas, müssten sie dann die Töne kennen. Und ich glaube, ein paar vereinzelte Sachen waren da auch noch mal mit dabei. Aber der gute Cinnabon, der arbeitet halt viel mit Zelda oder halt zum Beispiel auch mit Yoshi oder mit, ich glaube, mit Mario. Das gibt es, glaube ich, die Sterne auch irgendwie oder so. Ich weiß gar nicht. Hier sieht man zum Beispiel da Power-Sterne und die Dragon Balls haben wir zum Beispiel auch mit dabei. Echt? Die sind Ja. dabei? Ja, du musst einfach nur in deinem E-Menü musst du einfach nur mal Stern unten eingeben und dann siehst du da die Dragon Balls. Oh Mann. Da kannst du die Dragon Balls kannst du dann tatsächlich dann zusammenkraften zu Shenlong und ich weiß nicht, was man dann machen kann. Wie? Ich weiß es nicht, aber irgendwas kannst du dann auf jeden Fall machen und Findet man die oder? ich weiß es nicht, ich weiß es nicht. Ja, ich weiß nicht, ob man die findet. Das Warte mal. heißt, finde alle 7 Kugeln. Vielleicht ist das bei so Dungeons oder sowas drin. Keine Ahnung. Dann haben wir zum Beispiel die ganzen Medaillons aus Zelda. Die gibt es hier zum Beispiel. Und was ich liebe, einen Dolch, mit dem du Tiere leichter töten kannst und mehr Sachen kriegst. Ah, das ist eine richtige Erleichterung. Gut, Nur ich. dass jetzt gerade keine Facecam an ist. Warum? Info, drücke Shift, ich drücke Shift. Finde alle 7 Kugeln. Ja, und was hat das dann mit der Cam jetzt zu tun? Weil ich gerade voller Erwartung auf Shift gedrückt habe und dann nur das zu lesen. Achso, Die Enttäuschung und dann der beginnt. Blick, hä? Ja. Dann gibt es beispielsweise auch aus Zelda Ocarina of Time den Stahlhammer, der dann ein 3x3-Feld abbauen kann, statt einzeln. Aber ich glaube, das ist noch nicht implementiert, diese Fähigkeit, weil das steht demnächst dabei. Die war sehr lange entfernt.
aus dem Xenobin-Mod, weil der Gute irgendwie nicht dazu kam, das einzuprogrammieren oder irgendeinen Fehler nicht beheben konnte. Ich weiß es nicht. Aber es gibt sehr, sehr viel. Man kann übrigens auch Solarmodule craften, man kann Fusionsschmelzen bauen und kann da Stahlbarren und eine ganze Menge ganz toller Rüstung aus Rubinen und Co. machen. Deswegen hatte der gute Xenobin uns eigentlich empfohlen, mit einer neuen Welt nochmal zu starten, wenn wir die Xenobin-Mod mit dabei haben. Weil wir halt ein paar ganz neue Erze und sowas dabei haben, die halt jetzt nicht, die es bei uns jetzt halt in dem Umkreis nicht gibt, wo wir halt schon erkundet haben, weil es kann ja nichts nachträglich eingefügt werden. Also alles, was wir jetzt neu entdecken, hat dann die neuen Erze. Und da gibt es dann Rubin-Rüstungen und Saphir-Rüstungen und dann im Nether gibt es neue Rüstungen und im End gibt es dann auch starke Rüstungen und neue Waffen und ach, ich weiß gar nicht, wo ich da anfangen soll zu erzählen oder anzufangen. Also hör auf, die Schildkröten zu prügeln. Ich sehe nur, wie so ein grünes Ding da ins Wasser fliegt. Flupp. Flupp. Jetzt aus den Eiern auch Spiegeleier machen. Yay. Yay. Und es gibt neue, vorausgesetzt, es gibt sie noch, weiß ich, ja, es gibt neue Samen, nämlich Radieschen, Tomaten, Erdbeeren, Ananas, Salat, Kiwi, Gurken, Reis und Sojabohnen. Das ist alles aus dem Xenobin-Pack. Also wir haben unfassbar viel zu tun. Deutlich mehr als vorher. Und, ich würde sagen, also ich weiß jetzt nicht, entweder wir bleiben hier oder wir suchen uns ein neues Plätzchen, wo wir dann halt auch die Erze kriegen. Was meinst du denn? Ich habe mich auf jeden Fall, habe ich da hinten beim Häuschen definitiv erstmal ein Dings besetzt, ein Wegpunkt. Ach stimmt, das sollte ich vielleicht auch nochmal machen. Weil wir können ja woanders dann nach Erzen gucken, würde aber sagen, dass wir trotzdem hier unsere Base behalten. Oder so, da müssen wir halt auch wieder viel mit dem Teleportieren arbeiten, ne? Ja, mein Gott, das ist so schlimm. Nö, ich meine nur. Ich muss erstmal wieder was finden. Das heißt, ich muss wieder mit dem Boot rausfahren. Ja, reicht das nicht, wenn du einfach in die Richtung fährst, wo du das letzte Mal unterwegs warst? Oh, oder weißt du die Richtung ohne auch. Mehr? Doch, Norden. Ja, siehst du. Dann das müsstest du eigentlich da wieder hinkommen. Das Boot sieht anders da aus. Hm. Ja, was sieht anders da aus? Das Boot sieht anders da aus. Das Boot. Ich habe ein Boot. Die Ghana sitzt im Boot. Ich hab das Lied damals einfach so gefeiert. Ich feiere das heute noch. Das hat einfach irgendwas. Ich weiß nicht was, aber es hat einfach irgendwas. Es hat Rhythmus auf jeden Fall. Ach, bist du? Nee, ich dachte schon, du wärst schon wieder abgehauen. Aber ich sehe dich noch. Ich sehe sogar dein Gesicht auf der Karte. OMG, jetzt platzt die Karte. Ja, die stürzt jetzt ab, deswegen stürzt mir Minecraft die ganze Zeit ab. Oh, da ist ein Anker drin, ciao! Ey, das ist mein Boot, Mann. Hallo? Ist ja gut, ich lege ja schon den Rückwärtsgang ein. Piep, piep, piep. Ja, das habe ich mir auch gerade gedacht, piep, tatsächlich. Piep, piep, piep. Nehmen wir eigentlich 20 oder 30 Minuten auf? Überlasse ich dir. Da steht 6 auf dem Boot. Ja, solange wir nicht 6 haben auf dem Boot, ist alles gut. Nein, da steht die Zahl 6 drauf. Ja. Guck. Was, glaubst du jetzt vielleicht? Glaubst du jetzt vielleicht, da würde wirklich 6 draufstehen oder was? Nein, guck doch nicht drauf. Oder hast du das jetzt gedacht, ich würde das denken? Ja. Ja, natürlich. Lauwarmer Ozean. Ich bin jetzt im lauwarmen Ozean. Was, steht das auf der Karte oder was? Ja, jetzt bin ich im warmen Ozean. Okay. Gut, ich baue dann hier schon mal ein bisschen weiter, ne? So, das Boot muss ich wieder neu markieren. Was willst du? Das Boot muss ich wieder neu markieren. Ja. So, ich brauche hier eigentlich nur noch das Dach. Und... Ich habe doch mal eine ganz doofe Idee. Hm? Was hast du denn für eine Idee? Teleportier dich doch einfach hierher und baue das hier ab, dann hast du genug Holz. Wir haben doch da bei uns auch noch genug. Was ist denn? Ich brauch kein Holz. Wir haben doch Bäume. Ich kann auch nichts abrufen. Hä, was kannst du nichts abrufen? Mein Wegpunkt, den ich gemacht hatte vorhin. Nicht auf U?
Nein. Dann hast du das vielleicht noch nicht eingestellt, dass du das auf U öffnest. Doch, eigentlich schon. Nö, dann eigentlich nicht. Doch. Weil sonst würde es ja gehen, weil bei mir geht's ja auch. Holt, ja, ich wollte Holz schreiben, Holt. So. Was, Holz? Ach, geht's ja jetzt, ja? Nein, ich kann auf U drücken, wie ich will. So, ja, dann geh noch mal gucken. Option? Nein, wo war das? Moment. Auf Z. Oder? Ich muss gerade selbst erstmal überlegen. Ah, genau, auf M war das ja. Ich verwechsel gerne mal die zwei Maps. Also die Kartenoptionen, wo ich jetzt aufgerufen habe, die sind für diese Karte hier. Und dann musst du unten auf Steuerung und dann oben rechts auf Wegpunktmenü und da dann draufklicken und das O eintippen. Hab ich gemacht. Fertig. So. Ah, jetzt fertig. Geht's. Und jetzt musst du gucken. Gut, jetzt geht's. Na, siehste. Na, siehste. Anscheinend hat es vorhin irgendwie nicht angenommen gehabt. Kann passieren. Kann sein. Keine Ahnung. Aber ich Hauptsache, es geht. Dafür, dass man gerade wieder aufstoßen gehört hat. Das habe ich auch schon den ganzen Tag. Das hatte ich auch schon den ganzen Tag hier bei der Bioshock-Aufnahme. Habe ich das auch schon den ganzen Tag, dass da irgendwie so viel Luft im Bauch ist. Von dem vielen Gequatsche. Weißt du, heute fast 6 Stunden lang Bioshock aufgenommen, jetzt schon wieder. Ich habe vor 4 Tagen habe ich Final Fantasy 15 wieder installiert, weil ich es unbedingt mal spielen wollte. Ich komme einfach nicht dazu. Entweder ich muss aufnehmen, dann muss ich ja Viva Piñata nochmal neu vertonen, weil ja das Mikrofon irgendwie abgeschaltet war. Ja. Dann habe ich ja Fallout 4 noch aufgenommen. Heute kam die 6 Stunden Bioshock dazu. Jetzt sie hier. Morgen hat der gute Nemasuk einen Livestream mit mir vor. Ich komme einfach nicht dazu zu spielen. Ja, ne? Ja, doof. Bist halt beliebt. Ja. Ich werde vielleicht eventuell morgen einen Livestream machen. Was ist das denn? Mit Dingens, oder was? Rust. Ach so, ich dachte mit Spore jetzt. Oder mal schauen. Je nachdem. Was ist das denn? Okay. Keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung, wo ich hier bin. Ja, irgendwo wirst du sein. Ich bin ein Riesenbaum-Tiger. Oh. Ach ja, die Sinobinbot bringt auch noch ein paar neue Biome mit dazu, ne? Nur so als Info. Aber also wenn du zufälligerweise auf ein Biom stößt mit tiefschwarzem Boden, nicht wundern, das ist so eine Art Todesbiom. Da wächst nichts. Und es spawnen deutlich mehr Monster. Okay. Nachts aber. Und stärkere Monster. Also da gibt es zum Beispiel Zombie Level 2, vorausgesetzt, das existiert noch. Ich sehe gerade Farn und anstatt Erde Pozol. Ach, Pozol, ja, das ist Tiger eben. Das ist normal. Die gibt's, glaube ich, aber auch außerhalb von Sinnoh, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Tja. Dann wird Zeit. Was? Ach, da oben sind auch die Icons, was man gerade tut, übrigens. Wenn du zum Beispiel rennst, siehst du ganz oben links in der Ecke so ein kleines rennendes Männchen. Ja, das habe ich schon gesehen. Ja, das ist auch neu. Das hat der Sinobin auch neu dazu gemacht. Ich sollte zurückkommen. Ja, wo er mir die ganzen Icons geschickt hat fürs Schwimmen und Schleichen, wo er gefragt hat, ob das so in Ordnung ist. Ich habe einen braunen Pilz. Ui. Und ich habe jede Menge Fichtenholz und keine Werkbank, weil ich so vergessen habe. Ich voll schlau. Aber gut, dann. Ja, wobei, ich habe hier drüben noch eine Werkbank. Ich habe ja hier eine. Ich brauche jetzt nämlich verdammt viel Fichtenholz für verdammt viel Dach. Ich muss mein Brot abbauen. Ich habe gerade verstanden, du musst ein Brot abbauen. Ja, ich brauche jetzt Brot. Ganz dringend. Mhm. Ohne Brot ist das Leben tot. Teleportieren. Ich bin zu Hause. Ich komme auch. Alter, was war das jetzt für ein Geräusch? Weiß ich doch nicht. Was unbekannter oder unvollständiger Befehl. Hä? Kann aber gar nicht sein. So, gute Nacht. Ich habe ein Euter im Gesicht. Kannst ein bisschen Milch schnuckeln. Nee, danke. Wenigstens sind die Euter nicht dreckig. Die schrammen ja die ganze Zeit über unser Bett.
Ja. Hat also einen Vorteil. Ach, das ist das Dings. Oh, ich habe Hunger. Das Porten. Was? Das Porten? Ich habe überhaupt keinen, Ton beim Porten. Nein, auch nicht Ton. Ich meine, das ist dieser Fehler, der Unbekannte. Ach so. Jetzt ist nur die Frage, ob dieser unbekannte Fehler... Ich habe gerade Kacke aufgesammelt. Ja. Die Tierchen machen inzwischen auch Häufchen bei Sinobinnen. Ich habe Kacke aufgesammelt. Ich wollte schon immer Kacke aufsammeln. Ich kann dir allerdings nicht sagen, für was diese Kacke gut ist. Ich vermute mal, dass man da irgendwie Dünger machen kann raus. Ich vermute es. Ach ja, und die, wenn du das Laub kaputt haust, kommen jetzt auch manchmal Stöckchen raus. Das war schon beim anderen schon so. Ja? Alter, was ist das denn? Da muss ich hin. Oh, erstmal Karotten fressen. Oh, hab ich Hunger. Alter, hab ich... Okay. Ich schwöre dir, irgendwann setze ich das Inventar auf I. Scheiß Gewohnheit, ne? Ja. Ich glaube, ich muss noch ein paar Bäumchen setzen. Das ist ja cool hier. Da ist Lava, da soll ich vielleicht nicht hin. Das wäre nicht so eine gute Idee, ja. Aber es ist interessant, dir gerade zuzuhören. Warum? Weil ich sehe es ja nicht, was du machst. Ich höre es ja. Boah, geil, ey. So geil, ey, hier. Boah, geil. Der gehört, müsst ihr alle direkt auf ihren Channel gehen und gucken. Ja. Müsst alle herkommen, sonst seht ihr es nicht. Ih, Hilfe, Lava. Was liegt denn da? Lava. Da sind ein paar Zombies gestorben. Ich habe Zombie-Hände in unserem Haus gefunden. Wie können diese Zombies wagen? Das sieht ja mal hochinteressant aus hier. Ich habe meine Insel wieder gefunden. Was, dein Engel? Meine Insel. Ach, deine Insel. Ja, ist doch, das ist doch schon mal was. Ja, wenn ich jetzt mal wüsste, wie ich hier rauskomme. So. Oh. Nein, nicht da runterfallen. Um Gottes Willen. Insel. Ich möchte gerne mal das Wort sehen, das du jetzt geschrieben hast. Insel. Insel habe ich geschrieben. Ich habe einmal nur Insel geschrieben. So. Blub, blub. Ich glaube, ich werde sehr viel Treppen brauchen für das Haus. Oh, eine sehr Höhle. Viel. Eine Höhle. Mit Kohle. Oh. Aua. Ich bin gerade im Bergwald. Was, im Bergwald? Ja. Quietsch. Bei mir macht sie die ganze Zeit blub, 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 blub. Und hier kuscheln gerade Schafe mit zwei Kühen. Ja, dann gibt's da eine Schaku. Ha, Hilfe, Aua. Oder eine Kuff. Okay, da unten ist ein... Ist ein Lavasee. Markier den mal. Bitte. Ich will erstmal da runterkommen oder ich sterbe. Ja, Hauptsache, dass man überhaupt mal so einen Lavasee sichtbar oder als Wegpunkt irgendwo, das irgendwo Lava ist. Nein, weil werden wir da später auch noch brauchen. Nein, da kann ich auch nicht runter. Ich kann mich nicht runter. Damit sich unten zu sterben. Dann geh vielleicht auch nicht unbedingt runter. So, einmal ein Hilfskackeblock. Oh, da ist Wasser, da kann ich runter. Ein Hilfskackeblock. Ja. Das hast du jetzt aber früh gemerkt, ne? Jetzt wollte ich ja, statt Lava wollte ich Kacke schreiben. Boah. Okay, weiter geht's nach Norden. Mit meinen Schneebällen. Oh. Wie habe ich das jetzt gesetzt? Ah, Hilfe, aua. Ich sag schon mal Aua, obwohl gar nichts passiert ist, aber ich sag schon mal Aua. Ja, du weißt halt genau das, was passiert. Ja, eben. So, meine lieben Freunde, das könnte jetzt eine Weile dauern, bis ich hier fertig bin. Was ist das denn? Also, ich denke mal, bei der guten Salome ist es jetzt ein bisschen interessanter. Oh, Kohle. Wenn ihr also keinen Bock habt, zuzugucken, wie ich die ganze Zeit hier irgendwelche Treppenblöcke setze, vor allem Blöcke mit P,
dann könnt ihr mir zugucken, wie ich halt Cola baue. Genau. Kohle! Ich weiß gar nicht, bei was war denn das? Bei Fallout, glaube ich. Da habe ich auch irgendeinen Buchstabendreher drin gehabt. Genau. Ja, da war ich in einer Fabrik für Dosenfleisch, wo sich dann am Ende rausgestellt hat, dass sie irgendwie Ghule verarbeitet. Und da gab es dann irgendwie so einen Eintrag in so einem Computer, wo er dann geschrieben hat, er muss mehr Maulwurfsrattenfleisch beimischen. Und ich habe da einfach mal gelesen, Maibischen. Okay. Ja, das passiert halt sowas, ne? Oh mein Gott. Kommt halt vor. Aber klang witzig in der Aufnahme. Das glaube ich dir. Ich habe ja auch sehr viele Erkenntnis. Ja, wir haben alle unsere Sprachfehler. Das Problem ist halt, ich muss noch viel lernen, die Betonung richtig zu machen. Das stimmt allerdings, ja. Aber so einfach ist es nicht immer. Ja, das ist durchaus nicht so leicht. Das Problem bei mir ja ist ja, dass ich nicht nur eine Schreibeschwäche habe, ich habe eine Leseschreibeschwäche. Geiles Deutsch. So, das heißt, wenn du vorliest, hast du auch ein Problem. Ja. Ich habe nicht nur mit dem Schreiben Problem, ich habe auch mit dem Vorlesen Problem. Zumindest mit dem lauten Vorlesen. Für mich selber geht's. Es geht ja los für laute Vorlesen immer so ein Problem. Ja klar, dass es für dich selber geht, das ist klar, weil du musst das ja verstehen. Und wenn du das ja so verstehst, ist das ja in Ordnung. Ja. Aber wenn ich halt vorlesen muss, deswegen bin ich immer froh, wenn ich halt nicht viel vorlesen muss, aber es ist halt vielleicht auch sinnvoll, wenn man in irgendeinem Stream irgendwas vorlesen muss, weil man dagegen besser angehen kann in dem Moment, wenn man was vorliest. Ich persönlich lese irgendwie unglaublich gerne vor. Da hättest du ja mal Dings spielen können, Bray. Da hättest du jede Menge zu vorlesen gehabt. Ich freue mich schon drauf, wenn ich The Witcher 3 dann anfange später mal. Da ist nämlich auch... Aber ich habe keinen Bock, die anderen Teile zu spielen. Ich habe den zweiten Teil angefangen. Ich kriege diesen scheiß Fehler nicht weg. Also bei mir schmiert das immer wieder ab. Ich weiß nicht, was ich noch machen soll. Laut Internet liegt der Fehler bei den Umlauten, also bei Ä, Ö, Ü und im scharfen S. Und wenn du zum Beispiel dann eine Tür aufmachst, wo halt in dem Skript dieses Ü drinne ist und damit kommt irgendwie diese Enhanced Edition nicht klar und schmiert dann halt einfach ab. Okay. Da gibt es einen Patch, der dann zum Beispiel aus den Umlauten dieses UE oder AE macht oder halt SS. Mhm. Und irgendwie will das trotzdem nicht so ganz funktionieren. Okay, das ist so doof. Ja, und das scheint aber nur in der Special Edition tatsächlich zu sein. In dem normalen scheint es nicht zu sein, aber die habe ich ja nicht. Ich bin reich. Ich habe so viel Kohle. Aber ich bin ehrlich, ich bin froh, dass es immer abstürzt. Warum? Die Steuerung ist so scheiße. Ich glaube, 14 Folgen habe ich, glaube ich, angespielt. Oder habe angefangen. Und ich fand von Anfang an die Steuerung irgendwie merkwürdig. Also da hat jedes Zeichen irgendwie ist auf irgendeiner Zahl oder auf irgendeine F-Zahl gelegt. Dann musst du hier das machen und musst du da. Dann hast du das noch separat und dies separat. Ich finde das irgendwie voll scheiße. Beim ersten Teil konntest du da mit dem Rad irgendwie scrollen oder hattest 4 verschiedene Tasten dafür. Im Dreier, glaube ich, war das auch deutlich anders. Ja gut, da werde ich eventuell mit dem Controller vielleicht wieder spielen. Weil ich das ja gewohnt bin durch die PlayStation 4. Aber da fand ich die Steuerung wesentlich einfacher. Es ist schade, ich hätte den zweiten auch ganz gerne gespielt. Und vielleicht kommt er irgendwann, wenn das mal nicht mehr abstürzt. Aber ich glaube, dann werde ich das nochmal von vorne anfangen müssen zu spielen. Weil, Also wenn ich spiele, müsste ich es nur hauptsächlich streamen, weil ich das auf der Xbox hier noch habe und ich habe keinen Bock, das hier auf dem PC zu kaufen. Ich habe es mir gekauft, wo das mal im Angebot war. Ich glaube, da habe ich für alle drei Teile, für alle Special Edition drei Teile, ich glaube, irgendwie ein 20 hingelegt oder was das war. Ja, auf jeden Fall. Und auf der PlayStation habe ich es ja von meiner Schwester zu Weihnachten bekommen, da vorletztes Jahr, glaube ich. Würdest du mir einen Gefallen tun? Ja. Würdest du mir Schwitzhacken bringen? Schwitzhacken? 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 Ja, Schwitzhacken.
Schwitzende Hacken. Viele Stöcke gerade. Ich weiß gar nicht, wo ich mir die ganzen Stöcken hin soll. Mach mir Schwitzhacken. Schwitzhacken? Ja. Eine ganze Menge, hast du gesagt. Ja, nicht so viel. Wie viel darf ich dir denn bringen? Ja, 4, 5 Stück. Ja, 4 Stück waren sogar noch im Ding. Und ich habe sogar noch eine Eisenspitzhacke. Ja, das wäre gut. Die habe ich mal gemacht gehabt. Aber ich weiß nicht, ob die so sinnvoll ist. Ich nehme zu Beginn gerade die Eisenspitzhacken eigentlich immer nur für Diamant. Und, ja, dann gib mir halt die Steinspitzhacken. Ist mir wurscht, hauptsache ich habe Spitzhacken. Ich kann dir auch noch mal welche machen. Also. Oh, es wird dunkel. Lass sein, ich komm zu dir. Da kann ich die Schwitzhacken auch wieder da reinlegen. Ich glaube, ich muss mal in diese Dateien gehen und muss die Spitzhacken wirklich mal umbenennen in Schwitzhacken. Der Stein wird dann wieder Kobbel. Ich habe mich teleportiert und da kommt dieser unbekannte Fehler. Ja. Bei mir selber habe ich den nicht, aber wenn ich mich selber teleportiere, habe ich den auch. Keine Ahnung, was das ist. Ich weiß auch nicht, aber wir haben jetzt jede Menge Kohle. Und schon wieder ein neuer Baum. Alter, wie sieht das denn hier aus? Cool. Das kannst doch keinem erzählen. Ich erzähle euch eine Geschichte von Baum. Von Baum, der mich verfolgt hat im Traum. Doch, bei dir steht dann auch Fehler, unbekannter Dienst. Nee, wenn du dich teleportiert hast, habe ich das nicht. Aber nur wenn ich mich teleportiere. Ja, und wenn du auf T drückst, siehst du beides. Ich habe nur einen. Unbekannter oder unvollständiger Befehl TP Post 70 63 56. Okay. Warum kann der Truppenfisch nicht mehr gebraten werden? Gibt's den nicht mehr eigentlich? Was kann der Truppenfisch konnte doch noch nie gebraten werden. Oh, okay. Nicht, dass ich wüsste. Das war immer nur irgendwie Lachs und Kabeljau. Ich hab was für dich. Was ganz ja. Wichtiges. Was ganz Wichtiges. Was brauche ich eigentlich, den Tropenfisch? Ja. Hab ich ihn jetzt aufgehoben? Weizenkörner. Weizenkörner. Gut, dass ich gerade keine Cam anhabe, sonst hätte man gerade gesehen, wie ich hier halber den Monitor knutsche. Wegen dem weil ich meine Fresse so weit vorgeschoben habe. Kann man die Truppenfische essen? Ich habe keine Ahnung, für was die sind. Ich sehe auch keine Rezepte, wenn ich draufklicke. Ich weiß nicht, für was der ist. Für was ist der Truppenfisch? ich gehe mal googeln. Ich will wissen, für was das Viech ist. Ich habe nämlich keine Ahnung. Minecraft Tropenfisch. Für was ist der? Dieser Artikel. Es gibt 2000. Was? Ernsthaft? Es gibt. Hier steht, es gibt 2700 verschiedene natürliche Vorkommende. Aua. Es gibt 2700 verschiedene natürlich vorkommende Tropenfischvarianten. 22 davon treten deutlich häufiger auf als die anderen. Ui. Wow. Und was soll uns das bringen? Dass du weißt, wie viele Tropenfischvarianten es gibt. Die 22 häufigsten Tropenfischvarianten, die Identifizierung orientiert sich nicht am Aussehen, sondern am englischen Originalnamen. Ist das hier, dass du bei Minecraft bist? Ich habe hier das Minecraft-Wiki. Ja. Ich habe hier Clownfisch, Tomato-Clownfisch, Triggerfisch, Zietschlied, Red Lippet, Blenny, Yellowtail. Oh Gott, ich habe gerade Yellowtail-Pornofisch gelesen. Yellowtail, Parrotfisch, Parrotfisch, Queen Engelfisch, Goldfisch. Goldfisch? Ich habe die ganze Zeit nur irgendwie. Goldfisch. 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 Ja, Goldfisch. Da steht Goatfisch, also wie auch wirklich die Ziege im Englischen geschrieben wird. Gibt es dann immer auch einen Goldfisch-Simulator? Das weiß ich nicht. Genau was. Das weiß ich nicht. Es gibt ja schon ein wie heißt das nochmal? Schlag mich tot. Tropical Fish, siehe Kreaturendaten. Also da steht auch nichts großartig dabei, ne? Tropenfische sind friedliche Fische, die in warmen Ozeanbiomen beheimatet sind. Also wenn ich hier die Tropenfische habe, habe ich nur Tropenfisch dastehen. Okay.
Ich keine Ahnung, was das damit zu tun hat. Ja, man kann sie essen. Roh oder was? Ja. Nicht schlecht. Tropenfisch. Tropenfisch. Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Ich glaube, ich muss bei Gelegenheit wirklich mal den Zinnobin fragen. Vielleicht weiß der dabei mehr drüber als ich. Das ist aber sehr merkwürdig. Gut, naja, was soll's. Hallo, Hundi. Da ist noch ein Ei. Da ist noch ein Ei. Was, ein Ei? Ja, ein Ei. Was? Ein Ei. Ein paar Schluck auf gewesen. Hast du gerade Schildkröten-Eier oder was? Was? Nein. Was? Nee. Hühner. Ach so. Ach so. Hallo, Hundi. Schon wieder. Geh weg. Nee. Nicht du. Noch mehr Kohle. Alter. Was war das gerade für ein Geräusch? Was war für ein Geräusch? Hat es gerade so komisch gerumpelt. Nein. Bei mir aber. Ich glaube, das ist ein neuer Ton für diese, wie heißt das, für diese Höhlenankündigungsgeräusche da. Ach, du meinst diese gefährliche, bedrohliche Musik? Ja, genau. Die hatte ich vorhin auch gehabt bei uns in der Wohnung. Also, auch weil unten drunter, unter uns, glaube ich, ist irgendwie so ein Tunnelsystem oder ja, so. Ja, weil das war doch von mir das. Natürlich, natürlich. Ich brauche mehr Bäume. Ich glaube, ich muss da mal da drüben alles weghauen und muss da mal nur Fichtenbäume hinpacken. Sonst werde ich ja niemals mit meinem Dach fertig. Ja, ist doch wahr. Also eins kann ich sagen. Ja? Wir haben echt einen Arsch voll Kohle hier in der Nähe gerade. Super. Ich bei mir. Hier ist auch ein Arsch voll Kohle überall. Und oh Gott. Oh, Kupfer. Wir brauchen mehr Truhen. Ja. Wir sollten mit einem Lager anfangen. Dafür bist du zuständig. Das ist ja, das ist mein Fachgebiet, ich weiß. Ja. Lagerbau ist mein Fachgebiet. Ich weiß nur nicht, wo ich damit anfangen soll. Ich würde sagen, unter der Insel, wo du gerade bist. Also da, wo das kleine Häuschen steht. Nee, da nicht. Das nicht mal, weil das ja, auf der anderen Seite, da halt so weit runter, dass man unterm Ozean ist und da dann halt... Ja. Den Keller anfangen, damit man halt keinen Wassereinbruch hat. Würde ich jetzt so auf die Schnelle sagen. Du kannst doch langsam sagen. Dann klinge ich auch wie so ein Murloc, weißt du? Was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. Ich brauche dann Spitzhacken. Ja, da habe ich auch noch eine. Auf jeden Fall jede Menge bauen. Habe ich auch noch eine? Da habe ich noch eine Schaufel. Wie viel Uhr haben wir denn da eigentlich? 32, wir müssen die nächste Folge anfangen. Oh, ja, dann beenden wir die erstmal hier, oder? Ja, Leute, dann danke fürs Zugucken und wir sehen uns dann in der nächsten Folge, oder? Also, tschüss!